Listen. Hey und hallo zu Folge 5 von Nerdgitar. Heute geht es um das Gerudo Valley Thema aus Zelda Ocarina of Time. Viel Spaß dabei! Wer auch schon mal das bis heute immer noch beste Zelda-Spiel Ocarina of Time durchgespielt hat, der ist bestimmt auch wie ich gerne ins Gerudo-Tal oder Gerudo Valley geritten, weil es dort einfach die beste Musik gab. Dieses Thema, das Gerudo Valley Theme, das ein bisschen an spanische Flamenco-Gitarre erinnert, habe ich für euch jetzt einmal komplett rausgetappt und zeige euch alle einzelnen Spuren davon, sodass ihr das auch nachspielen könnt. Ihr müsst dazu beachten, im Original sind das alles Synths, weswegen man sich ein paar Freiheiten erlauben kann, wenn man das tatsächlich auf der Gitarre spielt. Ich habe mich aber wirklich sehr genau an das Original gehalten. Und das sind dann halt auch mehrere Gitarrenspuren, weil einige Sachen auch harmonisiert sind. Das gehen wir jetzt aber einfach mal Stück für Stück durch und gehen dazu näher ans Griffbrett ran. Gleich zu Anfang haben wir eigentlich schon das schwierigste Element in diesem ganzen Song, und zwar dieses Intro. Da spielen wir ein Arpeggio, das auf Cis basiert, dann aber hinterher noch zu einem F Moll 5 Minus Akkord geht. Ich zeige euch das einfach erstmal langsam und erkläre euch auch die Intervalle dieses Arpeggios, bevor ich das dann immer wieder etwas schneller spiele, sodass ihr sehen könnt, wie ihr selber das am besten übt. Wir haben zunächst einmal ein Cis 7 Akkord, das heißt hier mit Grundton. Quinte auf der D-Seite und dann hier der Septime, also Cis, Gis und dann hier einem H. Und das zupfen wir mit Daumen, Zeige und Mittelfinger. Und das müsst ihr sehr schnell machen. Hinterher ist es in etwa so schnell. Das heißt, ihr könnt das einfach mehrmals so mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger erstmal auf Geschwindigkeit bringen. Als nächstes gehen wir zur verminderten None. Das ist hier der Ton D, den ihr auch nochmal mit dem Mittelfinger dann anreißt. Und zum Schluss bei diesem Teil dann nochmal zu einer vorgehaltenen Quarte, also hier unten dem Ton Fis auf der H-Seite im siebten Bund. Das einmal in langsam und etwas schneller und dann nochmal in Originalgeschwindigkeit. Von da aus gehen wir hier zum Ton A. Das wäre von Cis aus gesehen unsere erhöhte Quinte. Und dann haben wir die erste Hälfte schon mal hinter uns gebracht. Von den Fingern der rechten Hand her, Daumen, Zeigefinger,
Mittelfinger, nochmal Mittelfinger, nochmal den Mittelfinger und nochmal den Mittelfinger. So finde ich es am einfachsten. Und während ihr die letzte Note spielt, solltet ihr hier dann euren Zeigefinger einfach locker über die oberen Saiten legen, damit keine Störgeräusche der oberen Saiten dann dazukommen. Also schon ab hier, wo ich den Ton Fis spiele, habe ich die oberen Finger runtergenommen und lasse den Zeigefinger aufgelegt und nehme ihn mit. Als nächstes sind wir dann hier bei F im 15. Mund auf der D-Saite. Und dann haben wir dann hier unsere kleine Terz Gis, unser H, das ist die verminderte Quinte, und dann nochmal unser Cis, das ist die kleine Sechste oder die übermäßige Quinte. Um hier keine Störgeräusche entstehen zu lassen, müsst ihr das genau timen mit dem Arpeggio. Und nach dem H den Handballen auch auf die oberen Saiten legen, wenn ihr hier dann noch das Cis spielt. Ist nicht ganz einfach und erfordert eine Weile Übung. Ist aber definitiv zu machen. Das Ganze jetzt nochmal im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Arpeggio, schön langsam. Hier nochmal ein bisschen schneller. Und in Originalgeschwindigkeit. Das dürfte euch vielleicht eine Weile beschäftigen, ist aber definitiv machbar, wie gesagt, mit ein bisschen Geduld und Übung auch hinterher zu schaffen. Bevor wir uns jetzt den Rest der Leadgitarre angucken, geht es jetzt direkt einmal zur Rhythmusgitarre, die daraufhin eingeleitet wird. Und zwar brauchen wir da folgende Akkorde. Wir haben einfach einen ganz normalen Fis-Moll-Barré-Akkord hier im zweiten Bund auf der E-Saite mit dem Grundton. Danach eine Abwandlung von einem D-Dur-Akkord mit unserem Grundton im fünften Bund auf der A-Saite und dann hier quasi ein verschobenes C-Dur im vierten Bund auf der D-Saite, zweiten Bund auf der G-Saite und dritten Bund auf der H-Saite. Das verschiebt ihr dann nochmal um einen Ganzton nach oben für ein E-Dur. Und dann als letztes noch ein Cis-Dur wieder in den vierten Bund zurück. Und mehr passiert da nicht von den Akkorden her. Das heißt, ihr müsst dann nur üben, den relativ schwierig anzuschlagenden Rhythmus, weil es 16 bei 120 BPM sind, einfach erst einmal sehr, sehr gleichmäßig zu spielen und euch an das relativ hohe Tempo zu gewöhnen. Ich würde euch empfehlen, das auch nicht mit einem Plektrum zu spielen, denn es soll ja schon ein bisschen an Flamenco-Gitarre erinnern und da werden so gut wie nie Plektren benutzt. Das heißt, ihr macht das mit den Fingern. Ich zeige euch den Rhythmus jetzt einmal genau mit der Hälfte des Tempos, also mit 60 BPM. Und dann könnt ihr den so zu Hause dann einfach mitüben und solltet das Tempo dann, wenn ihr das ein paar Mal sauber durchgespielt habt, auch erhöhen können. Einfach immer wieder durchgehen und dann hinterher sollte es, wenn ihr das schneller spielt, dann in etwa so klingen.
Es ist eine sehr, sehr gute Übung, das auch mal zu versuchen, wirklich die 3 Minuten, die dieser Song im Original geht, durchzuziehen. Ihr werdet merken, am Anfang wird einem schon nach ungefähr der 4. Wiederholung sowohl die linke Hand als auch die rechte Hand lahm. Solche Übungen machen euch wirklich zu Top Funk- und Super-Rhythmus-Gitarristen. Also guckt einfach mal, wie lange ihr das dann hinterher wirklich mit 120 BPM durchziehen könnt. Es kann nicht schaden, sich auch mal sehr, sehr lange mit solchen Rhythmusgitarren zu beschäftigen. Nun folgt aber endlich die Melodie, die Leadgitarre. Ich habe an den Stellen, an denen es im Originalsong dann hinterher einen Trompetensynthesizer gibt, der entweder gedoppelte Figuren spielt oder dann einmal noch die Gitarre in Anführungszeichen begleitet, dann dafür alles für die E-Gitarre arrangiert, um euch ein bisschen Abwechslung zu geben, wie ihr auch im Intro gesehen habt. Ich zeige euch jetzt aber erst einmal komplett das, was auf der Akustikgitarre gespielt wird. Wir fangen an hier im 11. Bund auf der D-Seite und gehen dann auf die G-Seite. Ihr müsst bedenken, wir befinden uns hier gerade bei Fis-Moll und haben so unsere Quinte und unsere Oktave oder unsere Quinte und unseren Grundton, passt super zum Akkord. Und spielen dann folgende Melodie. Einmal hier, nachdem wir im 11. Bund sind, noch im 13. und 14. Bund. Alles schön mit Wechselschlag. Das würde ich auch erst einmal schön langsam üben. Und dann erst hinterher auf Geschwindigkeit bringen. Denn bei 120 BPM und 16. nicht ganz einfach. Da sollten beide Hände gut miteinander synchronisiert sein. Ansonsten habt ihr Dead Notes mit drin oder es klingt nicht ganz tight. Das Ganze spielt ihr zweimal. Dann im zweiten Takt folgt dann der D-Dur-Akkord. Da ändert ihr einfach hier den oberen Ton zu D. Und spielt auf der G-Seite genau das gleiche. Wenn es dann jetzt im nächsten Takt zum E geht, habt ihr hier dasselbe, nämlich einmal Grundton und Quinte, oder zuerst Quinte, dann Grundton. Und dann spielt ihr folgenden Lauf. Nachdem ihr hier im 9. Bund fertig seid, noch einmal im 11. Bund und im 13. Bund. Das Ganze auch zweimal. Und dann noch diesen Abschluss. Das Ganze wird genauso nochmal gespielt und dann davon der Trompete gedoppelt. Das spiele ich euch nachher dann auch nochmal auf der elektrischen Gitarre vor, damit ihr da einfach sehen könnt, wie ihr das entweder mit einem Kumpel zusammenspielen könnt oder wenn ihr das komplett elektrisch spielt, dann da auch einfach dann nochmal zu spielen habt. Nach diesem Teil kommt jetzt eine neue Melodie. Dazu sind wir wieder bei Fis-Moll, hier einmal mit der Quinte. Spielen dann hier im 14., 13. und 11. Bund quasi den Lauf von vorhin rückwärts. Gehen dann wieder in den 11. Bund. Hier in den 14. Bund, ebenfalls mit dem Zeigefinger. Denn jetzt machen wir diese Hammer-on- und Pull-off-Figur, gefolgt von einem Slide. Also ihr seid im 14. Bund und macht ein Hammer-on in den 16. und ein Pull-off wieder zurück in den 14. Und dann noch Legato, quasi ein Slide hinten dran. Das Ganze nochmal komplett. Also das wird über Fis und D gespielt. Und über E und Cis etwas ähnliches. Ihr fangt hier im 9. Bund an. Habt dann hier einen Stretch in den 13. Bund auf die G-Seite. Runter wieder bis in den 9. über den 11. Hier in den 12. in den 11. Bund. Und dann auch wieder so eine Hammer-on-Pull-off-Figur wie im vorangegangenen Takt, nur diesmal im 12., 14. und 11. Bund. Also hier nochmal alles. Vom Fingersatz her nicht ganz so einfach, aber auch nicht unmöglich. Danach nochmal über Fis und D den Teil wiederholen, den ihr zu Anfang gespielt habt.
Und jetzt kommt eigentlich schon der erste harmonisierte Teil, da das aber nur drüber gelegene Quinten sind oder Quarten, je nachdem, was ihr als Grundton betrachtet, kann man das auch mit einer Gitarre spielen. Das habe ich für euch dann hier einmal für eine Gitarre arrangiert. Ihr fangt an im siebten Bund noch über D, hier auf der A und auf der D-Seite. Und das könnt ihr entweder mit dem Plektrum beides so anschlagen oder so wie ich das gerne mache, die obere Seite mit dem Plektrum und die untere Seite mit dem Mittelfinger. Ist auf jeden Fall vom Klang her etwas deutlicher. Ihr spielt zunächst hier 7-7, dann geht ihr dann hier noch einmal zu einer Quinte quasi in den neunten Bund zum Ton H. Seid dann hier im 9. und 11. Bund auf G- und D-Seite auch nochmal bei einem Quintakkord. Geht dann zu einer Quarte runter. Und dann nochmal im 12. und 11. Bund A- und D-Seite Quartakkorde. Also der ganze Lauf. Nun folgt eine neue Melodie. Ihr spielt hier im 14. und 13. Bund diese Melodie. Geht dann hier in den 11. Bund, in den 14. Bund und dann nochmal in den 12. und 11. und wieder in den 12. Bund auf die D-Seite. Wenn dann der E-Akkord erklingt, seid ihr hier im 13. und 11. Bund. Geht hier in den 14., 12. und 11. Bund auf der D-Seite und macht wieder eine Hammer-on-Pull-Off-Figur. Und kommt dann beim nächsten Fis-Moll hier in den 4. Bund auf die D-Seite und spielt diesen Lauf, Wechselschlag. Und sollte dann hier im 6. Bund auf der G-Seite mit einem Aufschlag enden. Zweimal. Danach spielt ihr dann in den 7. Bund auf die G-Seite. Und beim zweiten Mal legt ihr schon den Zeigefinger Barré auf, denn jetzt folgen wieder harmonisierte Gitarren, also in dem Fall wieder Quint- und Quartakkorde. Und zwar haben wir hier wieder im 7. Bund, diesmal aber auf der D- und G-Seite beide Töne. Gehen dann in den 7. und 9. Bund auf A- und D-Seite. Dann hier in den 9. Bund auf G- und H-Seite. 9. und 11. Bund D- und G-Seite. Und einmal im 9. Bund auf A- und D-Seite und im 11. Bund auf A- und D-Seite. Das zusammen mit dem vorangegangenen Lauf. Hinterher in Originalgeschwindigkeiten nicht ganz einfach, da müsst ihr schnell schalten, aber auch mit ein wenig Übung komplett machbar. Hier jetzt den nächsten Teil. Wir sind wieder in Fis-Moll und spielen folgende Melodie. Na, die letzten drei Noten über den D-Akkord, dann über E eine Abwandlung davon. Und das hier über Cis-Dur. Das Ganze wird jetzt nochmal gespielt und dann da von der Trompete in Anführungszeichen gedoppelt. Und bei mir gibt es das nachher dann nochmal in Sechsten von der E-Gitarre gedoppelt. Ihr seht jetzt in der Tabulatur oben die Akustikgitarre und unten die E-Gitarre. Also nochmal hier. Und dann hier die Abwandlung. Auch nicht ganz einfach zu spielen. Nochmal etwas schneller.
Und wie gesagt, das zeige ich euch gleich dann nochmal gedoppelt. Nun den letzten neuen Teil, bevor dann einfach alle Teile noch einmal wiederholt werden. Ihr geht hier mit dem kleinen Finger in den vierten Bund auf die D-Seite zum Fis, spielt den mit leichtem Palm-Muting und dann hier diese Melodie auf der G-Seite offen, also ohne Palm-Muting. Zweimal, dann mit dem Grundton D noch einmal auf die gleiche Art und Weise, diesmal ist D abgedämpft. Dann macht ihr daraus ein E hier oben im zweiten Bund und spielt folgende Melodie. Und dann hier nochmal einen kleinen Lauf, ebenfalls mit Hammer-Ons und Pull-Offs. Und dann beginnt eigentlich der ganze Zyklus wieder von vorne. Ihr seid danach wieder hier. Und spielt das Ganze nochmal. Jetzt zeige ich euch noch schnell das, was die elektrische Gitarre in meinem Arrangement doppelt. Okay, das erste, was ihr spielt, ist relativ simpel. Ihr doppelt einfach die Akustikgitarre an folgender Stelle. Hierbei gilt eigentlich nur zu beachten, dass ihr mit dem Handballen Störgeräusche abdämpft und eure Hände natürlich bei dem hohen Tempo bei 120 BPM super synchronisiert sind, dass alles auch schön deutlich zu hören ist. Der etwas schwierigere Teil kommt dann hinterher, an der Stelle, wo ihr im Original zwei Trompeten hört. Hier seht ihr nochmal die Tabulatur eingeblendet und ich spiele jetzt nur das, was ihr quasi unten seht. Wenn ihr hier oben diese Melodie habt, die zeige ich euch doch noch einmal. Dann wird hier bei der elektrischen Gitarre alles in Sechsten gedoppelt, harmonisiert. Das ist dann folgendes. Vom Tempo her genauso mit der anderen Gitarre, dass sich das überdeckt. Der andere Lauf ist etwas schwieriger. Danach spielt die erste Gitarre. Und ihr dann mit der elektrischen. Vom Fingersatz sehr schwierig. Deshalb auch lieber erst einmal langsamer. Wenn ihr das auch gemeistert habt, könnt ihr euch dann hinterher auch entscheiden, alles entweder mit einer elektrischen oder alles nur mit einer akustischen Gitarre zu spielen. Und da das ja alles immer zwei komplette Durchgänge sind, vielleicht bei jedem Durchgang eine andere Gitarrenspur zu nehmen. Oder ihr setzt euch mit einem Kumpel zusammen und spielt alles mit zwei Gitarren. Gut, die größte Schwierigkeit hierbei ist eigentlich das relativ hohe Tempo und dass sehr viel doch angeschlagen wird und nicht allzu viel mit Hammer-Ons und Pull-Offs passiert. Macht das aber eine Weile und schraubt das Tempo langsam hoch. Ihr könnt ja auch den Backing-Track nehmen, den ich euch hier unten in der Beschreibung zum Download anbiete und das erst einmal mit dem Media-Player oder mit euren anderen Playern verlangsamen. Und dann Stück für Stück dann schneller spielen, dann sollte das irgendwann kein Problem sein, auch mit 120 BPM zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Üben und hoffe, euch gefällt das. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über Likes und Abos und ein paar Kommentare. Lasst mich doch einfach wissen, ob euch noch andere nerdige Videospiel- oder Film-Soundtracks einfallen, die ich mal behandeln soll. Dann schaue ich mir das an und ja, es gibt immer wieder neues Futter in dieser Serie. Ich sehe euch dann auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.